Dein komplettes Zuhause ist ein riesengroßes Spielezimmer mit ganz, ganz vielen coolen Möglichkeiten. Ich bin vorhin einfach mal durch die Küche durchgelaufen, habe die verschiedenen Schränke geöffnet und geschaut, was kann ich eigentlich machen, was gibt's eigentlich alles, und bin auf diese coolen Teile gestoßen. Die kennst du bestimmt. Schaschlikspieße. Ich hole sie mal raus aus der Packung. So, da. Und was kann ich damit machen? Das erste, was mir eingefallen ist, ja, sau cool. Das sind einfach mega coole Mikado-Stäbchen. Einzigster Nachteil, was sie haben, sie sind nicht bunt. Naja, aber das Problem können wir natürlich auch ganz einfach lösen. Wir schnappen uns ein paar Buntstifte und malen die Teile an. Beziehungsweise Edding, Filze oder irgendwas, was ihr da habt. Ihr habt genügend Schulmaterial, was ihr gerade nicht braucht. Und verziert sie so und überlegt euch, wie viele Punkte ist welches Teil davon wert. Und dann kann das Spiel auch schon losgehen. Wenn wir die Teile dann fertig angemalt haben, also wie bei mir kunterbunt, dann nehmen wir die, mischen die einmal gescheit, lassen sie umfallen, einer fliegt gleich runter, und haben schon ein richtig cool verteiltes Mikado-Feld. Das Spiel ist ganz einfach. Die Aufgabe für dich ist es, du darfst jetzt da jeweils der Reihe nach drankommen und musst versuchen, die Schaschlikspieße bzw. Mikado-Stäbchen anzuheben, ohne dass die ganzen anderen Stäbchen anfangen zum Rollen bzw. sich zu bewegen. Sobald sich einer bewegt, dann ist der nächste Spieler dran. Den Stab, den du nehmen wolltest, der gewackelt hat, den musst du natürlich liegen lassen. So geht das ganze Spiel, bis ihr am Schluss alle Mikado-Stäbchen zusammengesammelt habt. Und dann geht es ans Zählen. Ihr zählt einfach aus, wer von euch die meisten Mikado-Stäbchen hat, beziehungsweise die meisten Punkte. Ihr habt ja im Vorfeld die Punkte festgelegt. Und derjenige, der die meisten Punkte hat, der hat natürlich das ganze Spiel gewonnen. Falls du keinen Bock auf dieses Spiel hast, aber dafür sagst, hey, ich will unbedingt irgendwas anderes spielen, ich will aktiv werden, dann schau gerne bei uns einfach mal auf der Homepage vorbei, www.junges-lechfeld.de/juhu. Da haben wir ganz viele coole Ideen, dass ihr auf gar keinen Fall langweilig wird während der Corona-Zeit. Und bis dahin, wir sehen uns.